spannen. Hier ist euer Aboram zurück in Cyberpunk 2077. Und hier habe ich etwas Cooles, nämlich das eine Spielende zu Epilog 2. Und zwar, also überhaupt zu den Epilogen, weil es gibt ja mehrere Varianten. Und das ist die zweite Variante, All Along the Watchtower. Und das Besondere jetzt hierbei ist, dass Johnny im Cyberspace zurückbleibt und wie verlässt Night City mit den Nomaden. Schau euch das Ganze an. Viel Spaß! Chica. Jackie. Wir werden bis zum Hals in Aufträgen stecken. Chica, das spüre ich. Wo sind wir? Ist das ein Traum? Es wird alles gut, wie wirst sehen. Was soll das? Warum bist du so komisch? Misty wusste alles. Jackie, amigo. Du weißt nicht, wer ich bin, oder? Chica. Bis dann, alter Freund. Afterlife. Dort sehen wir uns. Gehen wir also, du und ich. Wenn der Abend ausgestreckt am Himmel liegt, wie ein Patient narkotisiert auf einem Tisch, gehen wir durch gewisse, halb verlassene Straßen, die raunenden Schlupfwinkel, ruheloser Nächte in billigen Hotels für eine Nacht und mit Sägemehl ausgestreuten Schenken und Austernschalen, Straßen, die dich wie öde Debatten voll tückischer Absicht verfolgen, bis du dir die überwältigende Frage stellst. Ach, frage nicht, wie lautet sie? Gehen wir einfach und sehen selbst. Geklappt. Ich kann weiterleben. Muss zugeben, das war ein echt guter Plan. Du warst ein Fluch und Albtraum zugleich, Johnny. Aber eins schulde ich dir.
Als ich Tag für Tag mehr zu Silverhand wurde, habe ich gelernt, meine Grenzen zu überwinden. Mich hält nichts mehr auf, das fühle ich. Ach ja? Du meinst, du hast eine Entscheidung für uns getroffen? Johnny, ich will ehrlich sein. Du solltest deinen Arsch auf den Tritt des Jahrhunderts vorbereiten. Keine Ahnung, wo du danach landest. Aber ich hoffe, es ist weit weg von mir. Alt? Alt, bist du da? Du hast es noch nicht kapiert, oder? Was meinst du? Alt hat uns schon getrennt. Als du dich mit Mikoshi verlinkt hast, hat sie dich Soulkiller vorgeworfen. Dein Output macht keine halben Sachen. Ich bin nicht seine Freundin. Schade. Johnny hätte eine wie dich gebrauchen können. Starke Worte von einem anderen Konstrukt im selben Arasaka-Gefängnis. Was meinst du? Dass ich ein Engramm bin? Aha. So wie ich. Sonst noch ein Witz auf Lager? Das war's also. Wir sind fertig. Du hast Wort gehalten. Es gibt einen Aspekt, den ich nicht bedacht habe. Alt? Was? Der Körper als Schlüsselfaktor dieser Transaktion. Die DNA-Rekonfiguration durch den Relic ist zu weit fortgeschritten. Dazu die aggressive, invasive Medikation und der Körper, der seine eigenen Neuronen angreift. Scheiße, spul vor bis ans Ende. Nachdem ich dein Konstrukt in deinen Körper transferiert habe, wirst du sterben. Es ist unvermeidbar. Ihr habt das die ganze Zeit so geplant, oder? Ihr wolltet mich nie am Leben halten. Soll das ein Scheißwitz sein? Du hinterfotziger Wichser. Du hast dich schön rumkutschieren lassen und musstest nur abwarten, bis ich endlich schnalle, dass du mich von Anfang an gefickt hast. Ich tu mal so, als hätte ich das nicht gehört. Halt! Frage. Wird der Körper Johnnys Konstrukt ablehnen? Nein, sie sind kompatibel. Der Körper gehört ihm. Das reicht, Alt. Gib Vi und mir eine Minute. Ich glaub das nicht. Alles, was wir getan haben, war umsonst. Ich hab genug davon. Von allem. Besonders von dir. Perfekt, denn wir bleiben beim Plan. Ich gehe mit Alt, wohin auch immer, und du behältst deinen Körper. Wo geht sie überhaupt hin mit dir? Hinter die Black Wall, damit ich ein Teil von ihr werde. Was immer das bedeutet. Gibt es wirklich keinen anderen Weg? Wie gesagt, Johnny kann im Körper bleiben und du kannst mit mir kommen. Ich meinte eher, es sollte ein gutes Ende sein. Für uns beide. Hier? Für solche wie uns? Falsche Stadt. Falsches Publikum. Und dennoch hast du dir willensstark das Recht erarbeitet, wählen zu können. Die Brücke führt tiefer in den Cyberspace. Überquerst du sie, trennst du die Verbindung zu deinem Körper. Der Pfad zu deinem Körper führt durch diesen Schacht. Als? Wenn du ich wärst, was würdest du tun? Du solltest mit mir kommen. Was genau heißt das für mich? Werde ich dann so wie du? Ich war Netrunner. Ich verstand, wie man überlebt. Für dich kann ich nicht sprechen. Hinter der Black Wall lauern Gefahren. Sie ist keine Zuflucht. Aber der Tod als Freigeist ist besser, als in einem vagen Körper gefangen zu sein. Tu's nicht, Vi. Du willst das doch nicht. Es wird dich verändern. Du wirst nicht mehr du sein. Und du? Diesen Schritt habe ich schon vor einer Weile gemacht. Für mich wird es einfacher. Weißt du noch? Ich habe gesagt, ich will, dass du meinen Körper bekommst. Aber ich kann's nicht. Tut mir leid.
niemals auf. In die Luft geflogen und der Schaden ist größer als der Staatshaushalt vieler Länder. Pech gehabt, Saka. Wie fühlt sich das an, nochmal zu verlieren? Sorgt euch nicht, ihr Ungewaschenen. Unser wundersames Leben in Night City ändert sich kaum. Wie üblich halt. Wir leben inmitten von Staub und Chrom. Und zu Staub und Chrom werden wir zerfallen. Und jetzt habe ich gute und schlechte Nachrichten. Die gute aus dem Süden. Warum wolltest du dich hier treffen? Ist es der Ausblick? Oder wirst du sentimental? Du erinnerst dich also. Ich dachte, es wäre was Einmaliges. Ich helfe dir, du hilfst mir. Fuck. Nein, eigentlich stimmt das nicht. Mhm. Hattest die Ruffin im Auge. Du wolltest sie dir holen. Mit Mitchs und Scorpions Hilfe. Wären sie einverstanden gewesen, hättest du mich gleich zum Teufel gejagt. Ach, komm schon. Guck dir die Stadt an. Irgendwo wundern die ganzen Penner von Arasaka sich, wie sie so viel verlieren konnten. Irgendwann verstehen sie es. Aber dann sind wir längst weg. Hätte nicht erwartet, dass die Dinge so enden würden. Du meinst Mikoshi? Ah, Night City. Dachtest du, du würdest ewig hier bleiben? Mhm. Vor ein paar Monaten war ich noch davon überzeugt. Hätte meinen Arsch drauf verwettet. Die Wette hätte ich gründlich verloren. Und jetzt sind wir wieder unterwegs. Ohne dich hätte ich den Mut nicht aufgebracht. Danke. Ach, hör auf. Und verabschiede dich vom Ausblick. Die Stadt wirst du nie wiedersehen. Was ich suche, ist einfach nicht dort. Meinst du, wir werden es je finden? Wohl kaum. Aber das muss nichts Schlechtes sein. Wer mir Night City etwas beigebracht hat, dann mich vor Träumereien in Acht zu nehmen. Die gehen sowieso nur nach hinten los. Scheiße, wie. Du blutest wieder. Nur ein bisschen Blut, Panam. Nichts Schlimmes. Wie, versprich mir eins. Sobald wir im Süden sind, reden wir mit meinen Kontakten. Wir bringen das wieder in Ordnung. Das verspreche ich dir. Wir hauen nach Arizona ab und suchen dann nach einer Lösung für meinen Kopf. Klingt doch easy, oder? Ja, guter Plan, wie. Weißt du, was Sol mir mal gesagt hat? Dass man nur dann wirklich frei ist, wenn man nichts mehr zu verlieren hat. Genau. Die nächsten Monate gehören uns. Wir haben nichts zu verlieren. Und so leben wir. Übrigens, wie steht's mit unserem Plan? Alles vorbereitet. Wir treffen bald unsere Leute, holen unser Zeug und verschwinden. Der Weg wird hart. Aber wenn wir keinen Scheiß bauen, müssten wir in ein paar Stunden über die Grenze sein. Lass uns verschwinden. Okay. Aber wie? Sieh dir die Stadt noch ein letztes Mal an. Wenn du willst, meine ich. Ich warte im Auto. Also, Night City, mach keinen Ärger, ha?
Gewinner Yurinobu Arasaka hat bestätigt, seine Schwester Hanako war eins der Opfer. Sieht aus, als stehen ein paar Veränderungen an der Spitze des Megakonzerns an. Natürlich, wie üblich, getränkt in Blut, Schweiß und Tränen. Genug von dem Geschwafel. Das reicht. You don't know what love is. Die meisten unserer Leute sind schon rüber. Sie warten auf der anderen Seite. Und unsere Souvenirs von Mikoshi? Wenn wir mit solcher Techno in die Nähe der Tore kommen, knallen die uns einfach ab. Wir haben es überprüft. Arasaka hat an jedem Grenzübergang Leute. Aber wir kennen eine andere Route. You don't know what love is. Mir wird gerade klar, dass ich wieder mal von Arasaka klaue. Mach dir keinen Kopf. Die Wichser werden uns nicht mal bemerken. Hoffentlich. Neuanfänge können schwer sein. Kannst du laut sagen. Eines werde ich an Night City vermissen. Was denn? Das Essen. Der Thai auf der Seventh in Haywood. Die Piroggen bei den Docks. Ernsthaft? Glaub mir, wenn wir erstmal eine Weile unterwegs waren, wirst du es verstehen. Im Ernst? Kann's kaum erwarten. Unser neues Leben da draußen wird das reinste Chaos werden. Darauf verwette ich meinen Arsch. Macht nichts. Es wird ein gutes Leben. Ich spür's. Und du wirst es auch spüren. You don't know how hearts burn for love that cannot live yet never die. Hanna, sag mal, haust du aus Night City ab oder machst du ihr Teekränzchen mit deiner Granny? Mach hin oder der Sturm kriegt dich. Leck mich! Mitch, hey. Hey, wie? Schön, deine Stimme zu hören, Shum. Was geht? Einen Monat und ich bin wie neu. Hab doch gesagt, ich komm klar. Quatsch nicht, Mitch. Nach Mikoshi warst du dir da nicht so sicher. Das war keiner von uns. Wochenlang lag der Typ flach. Völlig Matsch. Wären seine Synapsen nicht hart wie Stahl, wäre er draufgegangen. Die Panzer im Krieg waren also doch für was gut. Aber du hast uns allen den Arsch gerettet. Schade, dass Saul nicht mehr da ist. Oder Teddy, Bobby und Scorpion. Die hätten dich nach der Aktion mit dem Panzer grün und blau geprügelt. Und dann umarmt, bis du kotzt. Ich weiß, Panam, ich weiß. Wir haben eine neue Chance gekriegt. Vermasseln wir es nicht. Bin froh, dass du bei uns bist, Vi. Wir sehen uns. Ich riech das Ozon sogar durch die Klimaanlage. Das ist der Sturm. Er kommt näher. Hey, Mitch. Hey, sollten uns so langsam verpissen, oder? Hey, wie sieht's aus? Ist alles vorbereitet? Wir sind fast soweit. Du hast ihn also gefunden, wo wir ihn vermutet haben? Alles geplant und vorbereitet? Sieht so aus. Aber da wartet wohl jemand auf dich. Komm einfach später wieder. Dann gehen wir die Einzelheiten durch. Thank you.
bist du ja. Ward, hi. Hey, scheiße, du siehst gut aus wie... Weil ich endlich weiß, dass alles gut wird. Ich lass alles hinter mir. Alles und jeden. Du hast deine Meinung also nicht geändert. Richtig. Ich bleibe hier. Ich muss. Das dachte ich mir. Verdammt, Ward. Ich konnte es nur nicht glauben. Wollte es nicht glauben. Wirklich? Wirklich. Du verstehst es also? Hab ich nicht gesagt. Wegen meiner Schwester, sie... Sie ist eine erwachsene Frau. Ja, sicher. Aber sie kommt ohne mich nicht klar. Außerdem... Was? Night City. Das ist meine Stadt, wie... Aber was heißt das, Ward? Ganz ehrlich. Die Stadt schert sich einen Scheiß um dich. Das ist es nicht, wie... Die Leute... Ich bin für sie verantwortlich. Es ist kompliziert, ein Eid zu leisten. Ich kann nicht vor meiner Pflicht davonrennen. Ich brauch dich auch, Ward. Das glaubst du, wie. Aber ich nicht. Nicht wirklich. Eine Familie. Ein Neuanfang. Das brauchst du jetzt. Du weißt, dass ich mich um meine Familie kümmern muss. Gib auf dich Acht, Ward. Okay, der Plan. Nur noch einmal. Wir nehmen keinen offiziellen Übergang. Das weißt du schon, oder? Wir wollen einen alten Schmugglertunnel benutzen. In der Nähe der Mauer. Ihr habt also ein Schlupfloch gefunden. Clever. Viel mehr als das. Es ist ein alter Schmugglertunnel. Glücklicherweise noch offen. War nach all den Jahren nicht leicht zu finden. Aber jetzt, nichts kann uns noch aufhalten. Okay, der Tunnel klingt super und so. Aber wir müssen erstmal hin. Wie sehen die Sicherheitsmaßnahmen da aus? Das ganze Gebiet ist voller Tech. Drohnen patrouillieren ständig. Vielleicht auch schwereres Zeug. Keine Sorge. Wir wissen, was auf uns zukommt. Und Carol und Cassidy halten die Konzernficker von uns fern. Und niemand wird uns sehen? Früher oder später werden die Wachen merken, dass irgendwas nicht stimmt. Aber wenn es soweit ist, sind wir längst über alle Berge. Außerdem wird der Sturm unsere Spuren verwischen. Glücklicher Zufall. Wir brauchen mehr als den Sturm, um die Konzernratten abzuschütteln. Die haben größere Probleme als uns. Und selbst wenn nicht, sollen sie doch kommen. Sie werden's bereuen. Okay, und was, wenn wir drüben sind? Dann fahren wir zum Treffpunkt und schließen uns den anderen an. Anschließend geht's weiter nach Tucson. Und dort bestimmen wir, wo's lang geht, oder? Wir kennen die Straßen in- und auswendig. Und in Arizona gibt es viele Leute, die uns was schulden. Also wenn die Sache einen Haken hat, finde ich ihn nicht. Ab heute schulterst du nicht mehr alles alleine. Du hast jetzt uns wie. Gewöhnst dich schon noch dran. Danke. Okay, wir sollten los, ehe der Sturm uns einholt. Die großen Löcher und verlier die anderen nicht, okay?
Ich kümmere mich ums Nitro. Der Mix geht direkt in die Zylinder. Wenn ich das nicht manuell abstimme, fliegen wir in die Luft. Das lassen wir lieber. Was war eigentlich mit dem Kopf? Ward hat sich verabschiedet. Verabschiedet? Für eine Weile? Für immer? Für immer, schätze ich. Night City. Er will nicht von dort weg. Er kann nicht. Fuck. So sollte es aber eigentlich nicht laufen, oder? Keine Ahnung, wie es hätte laufen sollen. Aber ich fühle mich irgendwie... Ja? Als wäre ich gerade aus einem Gefängnis entkommen. Kann's nicht beschreiben. Hoffnung? Vielleicht? Dann beschreib's nicht. Genieß es einfach. So wie ich auch. Außerdem wirst du es verstehen, wenn wir erst auf der anderen Seite sind. Vertrau mir. Bereit? Wurde bereit geboren. Dann gib Gas! Ziel gerade! Volle Kraft voraus! Die Drohnen sind los! Endlich zu Hause, Panam. Guten Abend, Night City. Wir beginnen die Sendung mit einem Blick auf die Börse. So wie immer.
Infolge eines abermaligen Angriffs auf Arasakas Hauptquartier in Night City ist der japanische Konzern um 17% eingebrochen. Und Analysten zufolge geht es wohl weiterhin abwärts. Laut einer Stellungnahme des NCPD wird hinter dem Anschlag eine Terrorzelle vermutet. Aber die Beweggründe sind noch unklar und man weiß auch nicht, wer sie finanziert. Der Markt reagierte äußerst panisch, denn dieser jüngste Einbruch führte zu Verlusten von mehr als 500 Millionen Euro-Dollar. Arasaka, Sie... Hey, wie? Wie ist das Leben da draußen in der Wüste so? Sonnst du dich und atmest frische Luft? Vergiss nicht, hin und wieder mal ein Check-up machen zu lassen. Einmal Staub oder Schmutz unter der Isolierung und du hast's hinter dir. Klar, gute Ripper sind da draußen schwerer zu finden als 4-Sterne-Hotels. Wie wär's, wenn du einfach mal reinschaust, wenn du in der Stadt bist, ne? Ich glaube, ich könnte einer alten Stammkundin einen kleinen Rabatt geben. Bis dann, Weh. Was geht? Lang nicht gesehen. Lass mich raten. Du bist immer noch in Topform und voll dabei in Night City. Tja, damit hab ich abgeschlossen. Wollte nur kurz anrufen, um Danke zu sagen. Für alles. Erst nachdem ich alles hinter mir gelassen hatte, wurde mir klar, wie depressiv ich die ganze Zeit war. Ich sag's dir, wie, wenn du je die Chance bekommst, hau ab. Und blick nicht zurück. Die Last, die von deinen Schultern genommen wird, ich kann's gar nicht in Worte fassen. So, genug gute Ratschläge. Mach's gut, meine Liebe. Wie? Hey. Oh, die Arasaka-Nummer. Shit, mein Herz hämmert immer noch. Ein paar Nomaden gegen den größten Scheißkonzern der Welt. Ich meine, das waren so viele. Ich hätte nie gedacht, dass wir da lebend rauskommen. Aber wir haben es geschafft. Und weißt du auch warum? Weil du uns angeführt hast, wie die verrückteste und übelste Söldnerin zwischen Pacifica und den Appalachen. Keine Ahnung, was du gerade treibst, welche Pläne du hast. Aber denk dran. Wir würden jederzeit mit dir durch die Hölle gehen, Schwester. Bis zum nächsten Mal, ja? Mach's gut. Rogue hier. Ich wollte nur... Oh, Mailbox. Warum nicht? Wie? Ich hab mich gefragt, ob du Johnny was ausrichten kannst. Zwei Sachen, um genau zu sein. Erstens, er ist ein arroganter, egoistischer Hurensohn. Und zweitens, war nett, mal wieder mit ihm zu sprechen. Hört zu, ihr beiden. Passt gut auf euch auf. Gerade ist was Lustiges. Ach, scheiße, schon wieder der AP. Gehst du jemals ans Telefon? Ernsthaft, der Data-Turn-Kundendienst ist schon schwer an die Strippe zu kriegen, aber du? Ach, was wollte ich jetzt? Ach ja, der Agent von Askrex hat mich angerufen und gefragt, ob ich mit denen auf Tour will. Und ich so, nur über meine Leiche. Aber dann habe ich mir gedacht, Moment mal, es könnte vielleicht lustig werden. Ja, weiß. So, da hast du den neuesten Klatsch und Tratsch, falls es dich interessiert. Ruf zurück, wenn du kannst, okay? Deine Fotos bekommen.
Wer hätte gedacht, dass die Badlands so idyllisch sein könnten? Vielleicht komme ich dich mal besuchen, wenn sich hier alles etwas beruhigt hat. Wenn Joss wieder auf den Beinen ist. Manchmal denke ich darüber nach, was passiert wäre, wenn wir... Ach, egal. Du hast wahrscheinlich Besseres zu tun, als dir mein Gejammer anzuhören. Viel Glück da draußen, Vee. Folge deinem Herzen. Hey, hier ist Perales. Vee, das musst du hören. Aber zunächst musst du irgendwo hin, wo niemand dich belauscht. Also, meine Frau, Elizabeth, steckt in der ganzen Sache mit drin. Sie sagt ständig, ich soll auf mich aufpassen. Besteht darauf, dass ich diese Pillen nehme. Sagt, das wären Vitamine. Ich habe die Teile im Labor analysieren lassen und alles sieht okay aus. Aber woher weiß ich, dass niemand das Ergebnis verfälscht hat? Also, ruf mich an, wenn du eine Minute hast, okay? Ach ja, und vergiss nicht, die Nachricht hier zu löschen. Schnell die Karten gelegt. Ich weiß, die Deutung ist nicht so stark, als wenn du hier wärst. Aber wir haben uns schon so lange nicht gesehen und ich... Nun, eins kam zum anderen. Weißt du, was ich gezogen habe? Den Wagen, die Liebenden und die Sonne. Sieht so aus, als ob dir in den Badlands ein gutes Leben bevorsteht. Viel Glück, Vee. Genieß deine Freiheit. Ja, und das war's dann auch schon wieder. Bis demnächst hier auf meinem Kanal. Ciao, ciao.